Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu Metal Gear Solid 5. Wir machen jetzt weiter. Und zwar schicken wir die gute Quiet jetzt erstmal vor, um da alles zu checken. Und wir geben uns selber schon mal auf den Weg dorthin. Und warte mal. Diesmal mach ich's und vergiss es nicht wieder. Beziehungsweise bin zu faul, das zu machen. Und zwar holen wir uns erstmal nochmal neue Ausrüstung, Schalldämpfer auf Leveln, neue Ballons holen, weil vielleicht sind da ja auch ein, zwei Typen, die ich mitnehmen möchte. Ein, zwei mehr. Ich glaube, ich habe noch 10 Ballons oder sowas. Kann man das eigentlich nachgucken? Jetzt in dieser Situation könnte ich das nachgucken? Ich weiß es gar nicht. Habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. So. Okay, achso. Ach, warte mal. Die Station bei der Mother Base ist fertig, oder? Das war das. Ja, tatsächlich. Hier, so, da ist noch Hoffnung, dass ich das mal. Treibstoff brauche ich. Übel. Treibstoff, okay. Dann müssen wir die Augen aufhalten. Habe ich bei den paar Nebenmissionen, die ich gemacht habe, auch ganz gut gesammelt eigentlich. Aber man kann ja nie genug haben, ne? So. Oh. Shit, schnell reagieren. Wo ist denn die Street? Hier ist die Street. Geh noch mal ein bisschen weiter weg vom. Ist da eine Scheibe zwischen oder was zur Hölle geht hier ab? Der ist nur C eigentlich. So. Analysis complete. Kann es sein, dass es nicht mein Hauptziel ist, die alte? Weil da hinten sind ja, glaube ich, auch noch zwei Markierungen gewesen, oder? Ja. Okay. Und tschüss. Oh Mann, mein Schalldämpfer ist ja jetzt schon wieder halb weg. Gott, da brauche ich auch endlich mal ein besseres Stuff. Stell du dich mal dorthin, Quiet. Dann müsstest du eigentlich so gut wie alles. Alles im Blick haben. Oh. Oder sind mehrere Gefangene, die muss ich alle rausholen. Oh shit. Das werde ich sowieso wieder versauen. Den müsste ich dann eiskalt ins Gesicht ballern. Damit ich den direkt wegmache. Analysis complete. Analysis complete. Shit.
Ach, warte mal, das sind nur. Ach so, das sind nur Leute, die schlafen. Nicht meine Ziele. Analysis complete. Geht denn der Gefangene hin? He's coming too. Roger that. Fire. Okay, das wird eine Gemeinschaftsarbeit. Oh, das haben sie doch mitbekommen. Das ist doch kein Problem, das ist doch kein Problem. Ich dachte, es wird so schnell gehen, dass wir das auch so schaffen. Aber gut. Hab ich uns ein bisschen überschätzt. Ah! Mach sie weg, mach sie weg! Hallo? Quiet? Was ist mit der los? Warum ballert die nicht? Wo ist sie denn jetzt? Die müsste doch eigentlich alle im Visier haben. Ja, mach sie weg. Schlägt er denn hier hinten? So. Ja, hau den weg, Mensch! Dass ich immer bei jeder einzelnen Person die Anweisung geben muss. Gerade wenn Alarmzustand ist. Ich weiß nicht warum. Ja, gleich, Moment. Ich meine, wenn Alarmzustand ist, warum wechselt es nicht automatisch, dass sie wirklich jede Bedrohung weghaut? Eiskalt einfach weghaut. Das wäre ein bisschen einfacher, muss ich sagen. Egal. Da habe ich mein Zusammenspiel mit ihr ein bisschen überschätzt. Ich dachte, ich könnte es so schnell machen, dass die Leute das nicht mitbekommen. Man hat gesehen, es hat nicht geklappt. Es geht wieder richtig Minuspunkte für die Alarm. Für den Alarm. Alter, bist du doof? Nimm den doch mal jetzt. Mensch. Ich glaube, der kommt auch ein bisschen was, oder? Ja, ein B. Was ich mich aber frage, was sind denn noch die anderen 5 Punkte? Was geht hier denn ab? 5 Missionsziele gibt es noch. Was könnte denn noch ein Missionsziel sein? Das ist ja krass. Was könnte hier noch ein Missionsziel sein? Extraction
Arrived. Analysis complete. Development project has been cleared. Alter, was könnte denn noch hier sein? Please select a mission. Ich überlege. He's coming too. Roger that. Unit dispatched. Was könnte denn noch hier? Was könnte denn noch hier sein, Leute? Unit dispatched. Für ein Missionsziel, ich weiß es nicht. Ein Arzt. Ach, die Leute rausholen. Ein Arzt und ein Berater. Ach, wo sollen denn die sein? She's a volunteer with a medical NGO and is the male target support. Though she's been in the field a while, that's all we know. Not much intel on her abilities. Our client this time around, that's one of the targets. He's an engineer with an American medical equipment manufacturer. After he got his medical degree, he started working in Namibia. He's a straight arrow, hardworking, specializes in a range of fields. Quite the skill set. But best of all, he isn't tied down, and he's been considering a career change. We don't know how he ended up getting sent to this conflict zone, but if we can convince him to join us, he'll make a valuable asset. Das sind wahrscheinlich die beiden sogar. Ja gut, scheiß drauf, dann hauen wir mal ab. Alter, wie weit wieder die ach, die Ziele weg sind. Mann, das geht mir auch oftmals dick auf den Sack, dass ich immer so weit rennen muss. Hier geht's ja gerade noch so, 300 Meter ist noch in Ordnung, aber manchmal sind die so dermaßen weit auseinander entfernt. Oder voneinander entfernt. Ja, keine Ahnung, das war, oh, hier ist noch eine Karre, Alter. Da weiß ich nicht, was hätte das denn noch sein können? Ah, hier, okay, 3 von 7, perfekt. Was könnte es noch sein? Vielleicht noch mehr Gefangene, aber die habe ich dann nicht gesehen. Hm. Weiß nicht. Alarmzustand. Ach, der ist aufgewacht, jetzt in dem Moment. Ja. Ja, man merkt, ey, kaum habe ich die Ausrüstung für sie, verlasse ich mich zu krass auf sie. Das darf ich mir auch nicht passieren. Man merkt, es ist direkt hier wieder Alarm zweimal ausgelöst worden. Das darf nicht passieren, ey. Das darf mir nicht passieren. Also, die Mission lief auch nicht so geil. Ich meine, wir haben sie abgeschlossen, gut, das Hauptziel ist erfüllt damit, aber ich hatte schon bessere. Schon bessere Vorstellungen. Unit Function Extraction arrived at Mother Base. Development project has been added. Mission complete. Great work. Oh, ein B sogar. Ja. Immerhin, ne? Boss, we placed the two targets in quarantine. They don't show signs of anything, but we'll monitor them just the same. If they had access to the Devil's House, I doubt they were sent there by some health organization. Cypher used them, and would have eliminated them eventually. But we'll protect them here. They've agreed to that. After all, we helped them out of the country as promised. The mission's complete. But boss, they've been behind the curtains at Ngumba. They examined the patients there nearly every day. They told us the patients were being made to listen to voices on tape. But the male target added something interesting. He said he doesn't know what was on the tapes because there was no English version. Of all the voices that were shoved down those people's throats, English was one of them.
Tja, okay. Was soll uns das jetzt sagen? Staying on the battlefield that long will have a negative impact on your health. Why not head back to Mother Base for a shower once in a while? The boss is back. Let's go refuel and load up on artillery. We're good to go, Chief. What's the matter? Stop this! Now! What the fuck, you freak! Give me a hand! Hold her still. Dismissed. Payback for how they treated her? Doesn't explain the others. She had every chance to kill them. Tight security on her cell. This happens a second time. There won't be a third. Okay. About Eli. I'd heard that one product of the Les Enfants Terribles project went missing in Africa. The age would be about right. Now, I'm not saying I think it's Eli, but I want to run a genetic test all the same. Don't worry, I'll have it done without him noticing. The test may take some time, but I'll tell you as soon as we have the results. Yeah. Whatever supplies you need, just let us know, boss. Ja, komm, quatsch nicht so krass. Ja, was ging da denn ab? Haben die vorher begrapscht? Ich meine, habt ihr den Typen gesehen, der sich richtig gierig auf ihren Arsch gestürzt hat? Um sie genau am Arsch festzuhalten? Hm. Na gut. Na gut, Basiseinrichtung kann ich wahrscheinlich nichts. Entwicklung so, mal gucken, ob ich irgendwas Neues habe. Meine Teams sind schon wieder voll, ich muss sie wieder auslernen. Ich muss die Leute wieder rausschmeißen, die scheiße sind. Oh,
Kampfanzug. Ich latsche eigentlich sowieso nicht mit dem Kampfanzug durch die Gegend, aber gut. Erstmal. Please specify a project. Tja. Entwicklungsteam. Verringert Konflikte in Einheit. Ach komm. Ja, ich muss die Gurken wieder raushauen. Ich muss die Gurken wieder aus meinem Team raushauen. Die können alle einfach nichts. Naja. Gut, ich will es hier gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Das war's für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ja, ihr habt den Boss gehört, ja. Passiert es noch einmal, muss er sie umlegen. Aber wenn sie angegrapscht worden ist oder sonst was, dann kann ich ihre Reaktion schon verstehen. Naja, gut, egal. Das war's. Beim nächsten Mal machen wir dann weiter mit Mission 25, ja? Zielsichere Rache. Oh shit. Da bin ich mal gespannt. Kindersoldaten wieder. Oh yes! Ich freue mich. Ich hoffe, ihr auch. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da als Unterstützung. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.